Sie wird nicht aufwachen. Tom Riddle! Sie lebt noch. Gerade noch. Die kleine Ginny hat Monat für Monat in mein altes Tagebuch geschrieben und mir ihr Herz ausgeschüttet. Ich wurde stärker und stärker, bis ich mächtig genug war, um ihr ein wenig von meiner Seele einzuflößen. Was meinst du damit? Ginny Weasley hat die Kammer des Schreckens geöffnet. Genau wie ich vor langer Zeit. Noch bevor ich zu Lord Voldemort wurde! Nein! Doch, der bin ich, Harry. Ginny hat mir alles über dich erzählt. Ich fürchte, mit deinen jämmerlichen Zaubertricks kannst du dem größten Zaubermeister aller Zeiten nichts anhaben. Der größte Zauberer der Welt ist Albus Dumbledore. Dumbledore ist weg. Und nun werde ich dir eine Lektion erteilen. Messen wir die Kräfte von Tom Riddle, dem Erben von Slytherin, mit denen des berühmten Harry Potter. Das ist ein Phönix! Fox! Ein Schwert von Dumbledore. Er war ja zweifelsfrei zu feige, selber zu kommen. Naja, es wird dir auch nicht weiterhelfen, Potter! Sprich zu mir, Slytherin! Größter der vier von Hogwarts! Töte ihn jetzt! Yeah.
Harry. Harry, ich wollte es dir sagen. Ich war es, Harry, aber ich... Ich schwöre, ich wollte es nicht. Riddle hat mich dazu gebracht. Es ist alles gut. Riddle ist erledigt. Komm, Ginny, verschwinden wir von hier. Hallo, Harry. Professor Dumbledore, ich dachte, Sie wären beurlaubt. Lucius Malfoy hat allen Schulräten angedroht, sie zu verfluchen, wenn sie mich nicht entlassen. Aber haben sich nicht von ihm einschüchtern lassen. Jetzt, wo der Erbe verschwunden ist und der Basilisk zerstört wurde, glauben sie auch, dass Hagrid unschuldig ist. Er wird schon bald wieder in seiner Hütte sein. Was ist mit Lucius Malfoy? Wird er weiterhin Ärger machen? Das bezweifle ich. Er war es wohl, der Ginny das Tagebuch untergejubelt hat. Wenn er noch einmal so etwas versucht, kann er damit rechnen, dass er das Zauberei-Ministerium am Hals hat. Und Professor Lockhart? Ich befürchte, er hat sein Gedächtnis verloren. Oh nein! Worüber will er denn jetzt bloß nachdenken, wenn er nicht mehr über sich selber nachdenken kann? Aber setzen Sie bloß nicht Professor Snape für ihn ein! Er ist einfach zu... gut als Zaubertranklehrer. Ihr habt alle Großartiges geleistet. Das war sicherlich eine schreckliche Erfahrung. Allerdings, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so viel Zeit in einer Mädchentoilette verbringen würde. Versteinert zu sein ist wirklich grauenhaft, aber ich habe eine Menge dabei gelernt. Ich werde all meine Erfahrungen aufschreiben. Vielleicht bekomme ich dafür eine gute Note. Wenn man Freunde hat, die einem helfen, schafft man einfach alles, so schrecklich es auch sein mag. Obwohl, eine Sache hätte ich beinahe trotzdem nicht überlebt. Als Goyle rumzulaufen, war wirklich nah an der Schmerzgrenze. Unten findet eine Feier für euch statt. Auf was sollen wir als erstes anstoßen? Auf Freundschaft, Loyalität und Mut. Aber vor allem auf die Freundschaft. Den Rest des Schuljahres strahlte die Sonne vom Himmel herab. In Hogwarts war wieder Normalität eingekehrt. Bis auf ein paar kleine Unterschiede. Der Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste wurde gestrichen und Lucius Malfoy wurde aus dem Schulbeirat entlassen. Draco führte sich nicht mehr länger so auf, als gehöre ihm die ganze Schule. Er sah jedoch sehr verärgert und beleidigt aus. Ginny Weasley erholte sich schnell wieder von der ganzen Geschichte. Das ist unser letzter Tag in Hogwarts. Das Einzige, was jetzt noch ansteht, ist die Hauspunkteauswertung in der großen Halle. Wenn du noch irgendetwas anstellen möchtest, solltest du das besser tun, bevor du zur Hauspunkteauswertung gehst.